Ja, vor einigen Tagen habe ich mir selbst mal die Frage gestellt, ob es überhaupt Dokumente gibt, die man mit nach Australien nimmt, ja, die man beglaubigt haben muss. Und ja, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und das möchte ich euch jetzt kurz berichten, wo es sinnvoll wäre, welche mitzunehmen und wo man sie überhaupt nicht braucht oder ob es überhaupt welche gibt, die man braucht. Was man natürlich mitnehmen sollte, wäre natürlich der Lebenslauf. Das ist jetzt aber kein Dokument, was man beglaubigen lassen muss, weil schließlich ist es ja von euch ein frei erfundener, ja, eine frei erfundene History von euer Leben, wo ihr schon gearbeitet habt, was für Erfahrungen ihr habt und so weiter. Das ist natürlich kein offizielles Dokument. Deswegen wird es da auch niemanden geben, der das irgendwie übersetzen und beglaubigen lassen muss. Übersetzen könnt ihr ja selbstständig schon machen, weil ihr kennt ja euer Leben. Sucht euch eine Vorlage im Internet raus für den englischen Lebenslauf und das war's. Ja, und dann war es das soweit schon für die Schüler, also die jetzt nach dem Abi losgehen, weil ich glaube ja nicht, dass ihr jetzt ja, während eurer Abi-Zeit eine Ausbildung gemacht habt oder so. Es geht ja auch schlecht. Aber für diejenigen, die auch einen Beruf gelernt haben, ist es natürlich sinnvoll, wenn ihr euer Arbeitszeugnis übersetzen lasst und natürlich beglaubigen lasst und dann auch mitnehmt. Weil, wenn ihr nicht nur Farmarbeit machen wollt und ihr möchtet vielleicht auch in eurem Beruf dort arbeiten, ist es natürlich sinnvoll, wenn die Leute auch wissen, okay, der hat das und das gemacht und ja auch natürlich dann eine Bestätigung auf Englisch haben, dass ihr auch tatsächlich das gelernt habt. Wenn ihr zum Beispiel wie ich im IT-Bereich arbeiten möchtet, weil IT gibt es ja natürlich weltweit und ja, wenn man Glück hat, findet man was, wo man arbeiten könnte. Ist natürlich von Vorteil, dass man nicht nur sagt, hier, ich habe das und das gelernt, ich kann das und das, sondern dass man hier ein offizielles Schriftstück hat. Ja, bitteschön, lest es euch durch, das und das kann ich. Und dann seid ihr natürlich auch qualifizierter als normale Leute, die einfach hingehen und sagen, hi, ich bin Backpacker. Ja, habt ihr einen Job für 2 Wochen, ne? Da habt ihr natürlich ein Dokument, könnt sagen, hier, ich bin gelernte Fachkraft, wie sieht's aus? So, und dann werden natürlich viele hoffentlich auch sagen, ja klar, du hast es doch gelernt, wir können dich gut gebrauchen, du kommst aus Deutschland. Also viele weltweit sagen ja, Deutschland sind effiziente Arbeiter, deswegen gehe ich mal davon aus, wenn ihr irgendwas habt, dass ihr da auch ja, was finden werdet, auf jeden Fall. Ja, und sonst muss ich sagen, gibt es eigentlich nichts weiter, was man irgendwie an Dokumenten braucht, die man beglaubigen lassen muss. Das Einzige, was noch wäre, also was natürlich von Vorteil ist, natürlich der internationale Führerschein. Da lasst ihr aber nicht euren deutschen Führerschein einfach, ja doch, man lässt ihn schon übersetzen, aber was ich meine, ihr macht nicht einfach nur hier eine Übersetzungskopie, sondern ihr geht ja natürlich zum Amt, also zum Verkehrsamt und lasst euch einen internationalen ausstellen. Wie ich gesehen hatte, ist es irgendwie nur so ein Papierschnipsel, also komplett für den Arsch, das Ding, muss man mal sagen. Also nichts mit Plastikhülle, wenn es mal nass wird. Ja, scheiße, kaputt, ne? Deswegen passt auf jeden Fall darauf auf, dass wir noch so ein Dokument, was ihr braucht, natürlich übersetzt und beglaubigt, ist ja in dem Fall der internationale Führerschein. Ja, zusammengefasst gibt es dann auch nur noch den Arbeitsvertrag, wenn ihr einen habt. Also Blödsinn, kein Arbeitsvertrag, sondern eure Arbeitsbeurteilung, wenn ihr fertig seid. Ja, lasst die beglaubigen, nehmt sie einfach mit auf dem USB-Stick, meinetwegen auch nochmal in Papierform, falls ihr da keinen Drucker findet, aber überall gibt es ja bestimmt was. Also macht euch da mal keine Sorgen, nehmt es am besten immer in doppelter Kopie mit. Also mit Kopie meine ich jetzt natürlich auf dem Stick und ja, auf dem zweiten Stick, auf der Festplatte, auf dem Handy, wo auch immer, damit es euch ja nicht verloren geht. Und das war's schon wieder von meinem Video. Ja, diesmal für knapp 3 Minuten kurz gefasst, würde ich mal sagen. Aber ist ja noch nicht viel zu erzählen, ne? Von daher. Ja, hoffe ich mal, dass wir uns in den nächsten Videos sehen. In 1,5 Monaten geht's los, nur wieder mal als Info. Sage ich ja eigentlich fast in jedem Video, wann es losgeht. Aber kann ja sein, dass ihr jetzt erst neu auf den Kanal kommt und ja, die Info noch nicht kennt. Also bis dahin, hoffe, ihr bleibt auf dem Laufenden bei mir. Gerne abonniert mich und bis zum nächsten Video.